Hallo und herzlich willkommen zum neuen News-Video. Wir steigen ein mit dem Regenbogen-Boulevard, was ich mir aussuche. Wir sind ziemlich wenig Leute und es wird auch ein kurzes und knappes Video. Ich möchte einfach mal kurz meine neuesten Infos raushauen. Ich habe mir vorgenommen, ab sofort jede Woche, wenn es möglich ist und genügend Informationen vorhanden sind, jede Woche ein News-Video rauszuhauen. Und deswegen wird dann immer erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, beziehungsweise dann auch vierte Woche dran stehen. So. Die erste Information ist, angeblich kommen eventuell alle bisherigen Battlefield-Teile als remastered. Ja, laut zumindest neuesten Gerüchten. Oh, wow, vier Leute, das ist ja super. Ob das Ganze nun stimmt, kann ich schwer sagen. Auf der einen Seite könnte es gut möglich sein, da Activision das ja mit Call of Duty jetzt auch macht. Ich meine, angefangen mit Modern Warfare jetzt, zu Infinite Warfare. Die nächsten Gerüchte sagen schon Black Ops 1 als remastered aus. Wäre doch an sich ganz nice. Und ich sag mal, es gibt eigentlich jetzt keinen großen Battlefield-Teil, wo ich sag, den bräuchten wir jetzt nicht unbedingt als remastered. Also ich würde mich freuen, aber ich bezweifle es auch irgendwie. Ich lasse mich gerne überraschen. So, nächstes Thema. Sony hat nun bekannt gegeben, wann ihre Pressekonferenz auf der E3 ist. Und zwar am 13., um genau zu sein, unserer Zeit, am 14. Juni um 3 Uhr morgens wird es sein. Also am 13. Ortszeit wird es dann am 13. Juni 19 Uhr sein. Dann werden wir die neuesten Informationen zu den neuesten Spielen diesen und nächsten Jahres bekommen. Ich bin sehr gespannt, was gezeigt wird. Höchstwahrscheinlich die ersten Gerüchte zufolge sollte Last Guardian gezeigt werden. Dann Horizon Zero Dawn. Ja, und halt dann mal schauen, was Sony sonst noch so zeigt. Also bei beiden stelle ich mir eigentlich vor, dass es mit ziemlicher Sicherheit auch der Fall sein wird. Die nächsten News. Nintendo bringt 5 weitere Spiele in die Nintendo Select-Reihe rein. Und zwar diesmal 5 New... sag ich schon New. Wieder 5 weitere 3DS-Spiele. Das Ganze... Das Ganze am 24. Juni. Komm schon. Nein. Ja, am 24. Juni. Darunter fällt The Legend of Zelda. Ocarina of Time müsste das, glaube ich, sein. Mario und Luigi Dream Team Bros. Mario Open Tennis, Paper Mario Sticker Star und die Lego City Undercover The Chase Begins. Das sind die 5 Spiele, die am 24. Juni dann mit in die Nintendo Select Reihe kommen. Falls es jetzt ein anderes Zelda sein sollte, tut es mir leid. Ich meine, aber das wird das gewesen. Ich bring's immer durcheinander mit dem, was jetzt schon draußen ist in der Select Reihe und welches nicht. Es kann sein, dass ich das gerade verwechsel. Aber ich meine, Link Between Worlds war das, was zuerst kam und jetzt kommt Ocarina of Time eben mit raus. Gut, noch eine weitere Information zu meinem Kanal, kann ich raushauen, ich habe jetzt meinen Namen zweimal geändert, jetzt wird er erstmal bei Spielefox LP bleiben, zuerst war er Gamer855, dann habt ihr gesehen, dass ich ihn für ein paar Tage auf Gamingfox umgeändert habe, aber auch dieser Name gehört aus der Vergangenheit an, weil es ihn einfach zu oft gibt. Gut. Dann habe ich eigentlich schon alle Informationen rausgehauen, die ich raushauen wollte. Kurz, knackig und schnell. Wenn mir noch was einfällt, packe ich es ins nächste Video rein. Das ist jetzt ein 4-Minuten-Video, ein sehr kurzes. Aber gut. Ein kurzes und knackiges Video. Okay, wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben, gerne abonnieren und dann bis zum nächsten Mal.